Und da wären wir auch schon wieder. Also, wir haben unseren Standard-Rover 2.1. Der hat zwar noch so seine Macken, aber für das Wichtigste müsste er reichen. Oh, da fällt mir gerade auf, wir haben gar keine Antennen. Das geht natürlich gar nicht. Du? Da hinten. Und so ein bisschen schräg. So. Und noch kleine Antennen vorne ran. Eine da. Und eine da so. Also Standard Rover 2.2. Speichern. Und jetzt bauen wir die Rakete nochmal, mit der wir schon mal zum Mond Ups. Wir sollten den ganzen Rover mitnehmen. Jetzt bauen wir genau die gleiche Rakete, die wir schon mal gebaut haben, als wir den Satelliten zum Mond gebracht haben. Also wahrscheinlich nicht ganz genau so, denn ich kann leider nicht andere Raketen jetzt importieren. Zumindest glaube ich nicht, dass ich es kann. Neu Launch, Action Groups Parts. Also falls jemand weiß, wie das geht, ich würde jetzt gerne die ganze... Wie hieß das Ding? Zweiter Schritt 1.5. Die würde ich gerne laden und den Rover oben drauf pappen. Aber das geht wohl nicht. Na gut, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Decoupler unten drunter. Das wird sehr lustig aussehen, wenn das Ding fliegt mit dem Ding hier oben drauf. Ja. Okay. Also Decoupler. Jetzt kommt das Advanced SAS. Control. Und ich habe mir sagen lassen, dass wir das Advanced SAS brauchen, aber auch noch kleinere SAS. Das könnte natürlich erklären, warum ich so viel rumgeschwankelt bin. Das heißt, wir haben hier ein Mini-SAS in der unbemannten Kapsel. Wir haben das Advanced SAS und dann hier unten wahrscheinlich nochmal ein SAS. Also kein Advanced, sondern ein ganz normales. Das da. Gut, wir brauchen auch noch RCS-Fuel. Das können wir aber wieder... Also letztes Mal hatten wir das Advanced SAS und den RCS-Treibstoff in der untersten Stage gehabt, die es gerade mal in die zweite atmosphärische Schicht schafft. Ich glaube, diesmal lasse ich sie hier oben. Einfach nur, um zu gucken, wie gut denn die Kontrolle später ist. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Treibstoff und zwar RCS-Fuel. So, dann brauchen wir jetzt zwei passende Treibstofftanks. Und den ganz kleinen Antrieb. Das war der hier. So. Dann noch ein Decoupler. Jetzt ist der falsche, der da. So. Also das ist jetzt die Stage, den nachher das Feintuning macht, um in den Orbit zu kommen von Monden. Ja, dieses Mal werden wir ein bisschen mehr Treibstoff brauchen. Weil wir das ganze Ding ja auch noch abbremsen müssen und so hinbekommen, dass der nicht auf dem Boden aufkracht. Das ist eh ein ganz schönes Problem. Moment mal. Vorher mussten wir echt nur die Umlaufbahn. Jetzt müssen wir mit diesem Ding dran in die in das Schwerefeld rein und quasi das Ding hier auch noch mit zum Landen benutzen. Und dann kurz vorm Landen das hier absprengen. Oh Gott, nee, das klappt nicht. Ha, das ist echt ein Problem. Das heißt, wir nehmen das Ding mal kurz da weg. Wir machen jetzt noch eine Stage. Oh, weia, das wird kompliziert. Ich hoffe mal, das passt hier einigermaßen. Also wir hätten gerne hier einen Decoupler. Dann hätten wir hier jetzt gerne... irgendetwas, was keinerlei, was nicht wirklich wichtig ist. Ah, wir können den Treibstofftank benutzen. Also wir hätten jetzt gerne einen kleinen Treibstofftank. Das ist nicht klein. Einen kleinen Treibstofftank. So, und da hätten wir jetzt gerne die Dinger. Die sind schon fast zu groß. Die Dinger. Genau dieselben, die wir auch hier dran haben. Ich hoffe mal, die reichen dann, um ein bisschen abzubremsen. So.
Okay, der Plan ist, mit der Stage hier kommen wir in die Mondumlaufbahn und bremsen schon mal ein wenig ab. Die wird dann abgekoppelt, dann fliegen diese beiden Stages, also der Rover selber und das Ding, runter zur Oberfläche. Das Ding sorgt dafür, dass wir weich landen. Auf dem Treibstofftank selbst. Und dann dürfte das ganze Konstrukt hier auf der Oberfläche feststehen. Dann koppeln wir ab und springen ganz kurz mit diesen Düsen hier. Hopsen quasi nach vorne, landen auf der Oberfläche und fahren los. Das ist bestimmt nicht so, wie man das normalerweise machen würde. Aber es könnte klappen. Also, du. Nee, du. Da drauf. Sieht schon mal sehr skurril aus. Aber gut. Mit dem ganzen Schlackerkram hier oben drauf brauchen wir garantiert ein Advanced SAS und ein SAS. Deswegen machen wir das gleich mal hier ran. So, also Mini-SAS, Advanced SAS, SAS. Jetzt kommen die vier Tanks. Nicht die großen, die hier. Eins, zwei, drei. Hehe, nee, gar nicht. Jetzt kam was ganz anderes. Jetzt kam der Trikappler. Der war, glaube ich, hier bei Struktural. Genau, Trikappler. So, jetzt kommen jeweils drei Tanks. Immer noch die kleinen. So, eins, zwei, drei, vier. Und der stärkere Antrieb. So. 215 Power. Das große Ding können wir nicht. 220 Power. Warum ist das Ding da stärker? Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Na gut, soll uns erstmal nicht interessieren. Wir brauchen jetzt RCS. Nicht viel, aber ein wenig. RCS-Tank haben wir hier oben. Heißt, wir machen die mal nur zwei davon. Obwohl, warte mal, zwei war letztes Mal ganz schön durch den Wind. Ich probiere das jetzt mal einfach nur testweise mit einem einzigen RCS-Thruster. Das heißt, er kann nach links und rechts drehen und nach vorne neigen und kippen nach hinten. Also genau die Sachen, die wir eigentlich wollen. Denn ich habe irgendwie den Verdacht, wenn wir jetzt drei oder zwei nehmen, dass sie sich dann quasi gegenseitig ausgleichen. Das ist nicht so schön. Also ja, ich probiere es einfach mal so aus. Ist ja alles eine Lernphase. So, du bist jetzt Rover Delivery One. Mon Rover. Delivery One. Jo. Speichern, weitermachen. So. Also das eine Ding dient eigentlich nur für diese drei Stages hier zur Stabilisierung. Für hier unten haben wir die Winglets. Die sollten wir auch noch hinzufügen. Was haben wir denn da für verschiedene? Ich weiß immer noch nicht den Unterschied zwischen den ganzen. Nur, dass die unterschiedliche Masse haben. Okay, das hier wiegt nur 0,04. Das ist ziemlich wenig. Aber ich glaube, das macht nicht das, was ich es gerne hätte. Sieht aber schon mal sehr unsymmetrisch aus. Nein, 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 nicht den Antrieb abbauen. So. Komisches Ding, weg mit dir. Tailfin, Winglet, Delta Deluxe Winglet. Das klingt doch gut. So, einmal von oben drauf gucken, bitte. Jedenfalls so halbwegs. Ist das so okay? Oh. Ja. Scheint okay zu sein. Gute. Also Winglets haben wir schon mal.
Ich glaube, ich mache hier... Hier oben brauchen wir gar keine mehr, ne? Die hier bringen uns hoffentlich aus der größten Grütze quasi raus. Also die untersten beiden Atmosphärenschichten. Und hier oben brauchen wir dann keine Winglets mehr. Nö, das haut so weit hin. Aber ich glaube, ich packe das Ding mal auf die Seite hier. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Stahlseile. Einfach nur für den Fall. Achso, das sollten wir gleich dreifach machen. So, einmal. Warum willst du das nicht? Also. So, damit es keinerlei Vibrierung hier gibt. Obwohl es eigentlich gar keine geben dürfte, weil sie ja hier fest verankert sind. Aber sicher ist sicher. So. Alles einigermaßen fest. Auch wenn es ein wenig krumm und schief aussieht, müsste es trotzdem... Na, so rum will er nicht. Hahaha. Du, da, darüber. So. Jetzt ist das da unten wieder schief. So. Jo, schaut gut aus. Speichern. Also, kurz durchgehen. Wir haben unseren Rover. Wir haben die komische Rover-Lande-Stage. Wir haben die Stage, die uns hilft, einen ordentlichen Orbit hinzubekommen und den Orbit abzubremsen. Und für den ganzen Weg zum Moon überhaupt erstmal ist. Und wir haben die Stage hier unten, um uns einfach aus der Körperatmosphäre raus zu katapultieren. Wir haben die Fins hier unten, um einigermaßen stabil zu bleiben. Und die hier unten haben sie schon wieder gelöst. Warum machst du das? Nein, nicht da dran festmachen. Das ist, glaube ich, keine sehr gute Idee. Da und da bitte. Du bist doof. So, sind die Fins jetzt richtig? Ja, sind sie. Okay, speichern. Wir haben SAS, Advanced SAS, Mini SAS, SCS Fuel da. Genug Treibstoff für die Dinger. Ja, wie schaut es mit den Phasen aus? Die drei starten zuerst, dann wird entkoppelt. Dann startet die. Wo ist der Entkoppler hier? Der Entkoppler muss zusammen mit den vier. Also das Ding startet, brennt eine ganze Weile. Dann kommen wir in die Landephase beim Mun. Dann wird der ganze Murks abgeschossen und die Dinger da starten. Okay, speichern, starten. Bin schon richtig gespannt. So, stabil scheint es zu sein. Keine großartigen Flacker hier. Ah doch, da war gerade das Ziel flackern. Aber die sind alle soweit noch okay. Schub, Maximum. Wir versuchen es diesmal wieder zwischen 200 und 300 zu halten in der ersten Schicht. Oh. Das wackelt ja doch ein bisschen. Ressourcen an. Jetzt, da wir nur einen einzigen RCS-Thruster haben, gucke ich mal, wie viel er verbraucht. SAS an. Geht. Okay. 3, 2, 1. Nicht explodiert. Und wir drehen uns nicht. Wir wackeln zwar ein bisschen, aber wir drehen uns nicht. Sehr schön. Also der eine RCS-Thruster und die Tailfins wahrscheinlich machen die ganze Arbeit. Sehr schön. Dann warten wir jetzt, bis der Treibstoff alle ist. Und dann kippen wir nach Osten. Um diese 90 Grad Umlaufbahn zu bekommen. Und dann gucken wir, wo der Mond ist und machen es etwas anders als letztes Mal. Also wir versuchen nicht immer wieder die Umlaufbahn kreisrund zu bekommen, sondern wir wollen eine ganz lange Umlaufbahn haben. Zwischen Körben und Mond. Besonders schnell sind wir aber nicht, ja? Nicht, dass wir gleich wieder runterfallen, das wäre ein wenig peinlich. RCS sieht gut aus, Treibstoff hält noch eine Weile. Wir sind aber auch erst zur Hälfte durch die unterste Atmosphärenschicht. Der Rover scheint ganz schön schwer zu sein.
Vielleicht ist das Ding ja wirklich eine Betonplatte. Wir hätten vielleicht mal aufs Gewicht achten sollen, als wir das Ding da drunter montiert haben. Okay. Aber ich bin sehr zufrieden, dass das Ding keine Drehung hat. Das fand ich sehr irritierend bei den letzten Flügen. So, Treibstoff bei 30%. Erste Atmosphärenschicht raus. Kippen. Ganz leicht kippen. Die Räder drehen sich mit, wie geil. Bisschen mehr kippen wäre schon schön. Ja, die ist sehr träge, die Rakete. Du drehst dich in die vollkommen falsche Richtung. Was zur Hölle machst du da? SAS an, SAS an. Nahahaha. Da läuft irgendwas sehr schief. Okay, versuch sie zu. Wow. Hallo? Stabilisieren bitte. Da läuft irgendwas nicht sehr gut. Okay, ich glaube, ich habe langsam manuell gegengesteuert, obwohl eigentlich SAS an sein sollte. So, komm raus aus dem orangenen Bereich, wir stürzen nämlich ab. Nö. Hoch, 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 hoch. Wir haben es eh schon vergeigt. Ja. Gegendrehen, gegendrehen, gegendrehen. Jo, so wird das nix. Abbrechen. Endflight, Endflight. Probier mal einen Neustart. Diesmal mache ich keinen Gravity Turn. Also ich mache diese Kipp-Aktion nicht. Jedenfalls erst, wenn wir ein bisschen weiter weg sind.